willkommen bei den Spieldinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr wieder reinschaut, denn wir möchten euch der Fall des Bergkönigs ein bisschen näher bringen. Das Spiel ist wieder bei Skellig erschienen. Es ist für 1 bis 5 Spieler ab 14 Jahren und von Adam E. Dalton. Und warum sage ich ebenfalls bei Skellig erschienen? Denn ihr kennt vielleicht den Vorgänger. Melanie wird euch ein bisschen mehr sagen. Ja, und zwar ist der Vorgänger nämlich in der Halle des Bergkönigs. Und da seht ihr schon, der Bergkönig ist hier ein ganz großes Thema. Und der Fall des Bergkönigs ist sozusagen die Vorgeschichte. Also bei langen Weiten voraus in der Halle des Bergkönigs hat eben dieses gespielt. Und was macht man da oder was ist da passiert? Ja, wir sind natürlich immer noch Trolle und wir haben hier unseren Berg. Aber die Zwerge, die werden hier in unseren Berg einfallen und sie wollen natürlich den Bergkönig fallen lassen. Wir versuchen natürlich, unsere Gebiete zu halten. Wir versuchen, uns auszubreiten. Wir werden gegen Zwerge kämpfen. Wir werden auch uns mit unseren anderen Kollegen so ein wenig zusammenrotten und vielleicht ab und zu mal die Mehrheit erlangen. Und wir werden jetzt hier einfach mal in das Spiel reinschauen, euch erzählen, was man genau so macht, wie die Regeln so in etwa sind. Und dann hoffen wir, dass ihr einen kleinen Überblick davon habt. Genau. Und ich würde sagen, wie immer gehen wir auf die untere Kamera. Und ich habe den Fall des Bergkönigs schon mal aufgebaut, hier in der Zwei-Spieler-Variante. Maddie wird den gelben Spieler spielen, ich den grünen. Ihr seht jetzt nicht alles Spielmaterial, was es im Spiel gibt. Aus Platzgründen habe ich das ein bisschen weggelassen. Wir haben natürlich hier den Mittel- oder den Hauptspielplan in der Tischmitte liegen. Wir haben hier noch Trolle, die wir nachher anwerben können. Wir haben selbst einen Troll, den wir spielen können, der uns einen Vorteil im Spiel gibt. Wir haben hier eine Art Rundenmarker bzw. Aktionsmarker, der uns zu einem vorgibt, wie viele Aktionen wir im Spiel noch haben und der uns auch über die 3 Runden die verschiedenen Wertungen bzw. Schritte vorgibt. Denn der Fall des Bergkönigs, der wird nämlich nur über 3 Runden gespielt und ihr werdet in jeder Runde eine dieser Aktionen machen. Kommen wir mal ganz kurz zu den Aktionen. Die seht ihr schon hier. Es gibt verschiedene Aktionen, die ihr machen könnt. Und wie sich dieses Feld der Aktionen, die ihr machen könnt, aufbaut, das ist ganz zufällig, denn am Anfang vom Spiel werden wir, oder pro Anfang, pro jeder Runde, werden wir Karten draften. Das heißt, ich werde 4 Karten haben. Und diese 4 Karten sehen dann so aus. Die geben mir ganz verschiedene Aktionen, auf die gehe ich nachher noch ein bisschen genauer ein. Das heißt, ich suche mir einfach eine dieser Karten aus. Die anderen gebe ich an meinem Spieler weiter. Dann bekommt Melly in dem Fall die übrigen Karten. Und diese Karte muss ich jetzt hier in mein Raster einbauen. Das Raster darf aus 6x6 Feldern bestehen. Es gibt so ein paar Bedingungen, was ich nicht überbauen dürfte. Ich könnte es jetzt einfach mal hier anlegen. Und ihr seht schon, jetzt habe ich natürlich mehr Aktionen hier drauf. Ich gehe auf die Aktionen, wie gesagt, gleich noch ein bisschen genauer ein. Und wenn ich am Zug bin, dann mache ich nämlich genau eine von meinen Aktionen. Dafür reduziere ich hier erstmal meine Nahrung, das heißt, das sind meine Aktionen. Zu Spielbeginn hätte ich hier in diesem Fall 6 Aktionspunkte. Eine davon gebe ich jetzt aus, um hier etwas in meinem Tableau zu aktivieren. Man muss hier unterscheiden zwischen starken Aktionen, das wäre beispielsweise hier, wo die 2 drauf liegt. Wenn ich eine starke Aktion ausführe, dann darf ich davon immer nur eine machen. Wenn ich jetzt eine einfache Aktion ausführe, könnte ich sagen, ich möchte mich hier 1 weit bewegen und ich möchte vielleicht nachher hier noch die Verstärkung holen. Ich werde so ganz kurz mit euch über die einzelnen Aktionen drüber gehen, nicht im Detail. Wie gesagt, es soll keine Regelerklärung sein, es soll eher ein Überblick sein, was ihr hier mechanisch und spielerisch machen könnt. Nehmen wir doch gerade mal hier diese Steinäxte. Wenn ich hier etwas aktiviere, dann darf ich immer Trolle bewegen und zwar entsprechend der Summe. Hätte ich diese beiden hier aktiviert, dürfte ich jetzt 2 von meinen Trollen in angrenzende Gebiete ziehen. Wenn hier Mitspieler von mir stehen, dann wird ausgewertet, wer hier die Mehrheiten hat. Dadurch können wir wieder Punkte generieren. Ihr seht schon, wir haben hier Zwerge, die so nach und nach in die Höhlen eindringen werden. Auch die kann ich angreifen. Wenn ich mich hier rüber bewegt hätte, dann wird dieser Zwerg immer umgedreht. Das gibt jetzt die Stärke des Zwerges an. Ich habe nur 2 Trolle. Das heißt, diesen Kampf würde ich hier beispielsweise verlieren. Wir möchten aber diese Trolle wegmachen. Denn dadurch können wir wieder Punkte und auch Einfluss hier oben in den verschiedenen Stämmen bekommen. Und ihr seht schon, noch ist der Plan relativ leer. Dafür gibt es nämlich hier diese Verstärkung. Wenn ich jetzt hier wieder eine Aktion ausgebe, könnte ich hier eine starke Aktion machen und mir 2 Verstärkungen in eine Höhle oder in mein Heimatgebiet reinstellen. Höhlen kann ich nur machen, wo ich alleine stehe. Als Beispiel setze ich einfach mal meine 2 Trolle hier mit rein. Und so wird sich nach und nach der Spielplan füllen und ich kann wieder mehr Einheiten bewegen. Dann kommen wir noch hier zu diesen Händen. Über diesen Einfluss kann ich mir hier neue Champions heißen, die mit in meine Auslage
bringen. Zum einen gibt es Champions wie diese, die geben mir einen dauerhaften Effekt, wenn ich sie denn bekommen würde. Und es gibt Champions, die mit ins Spiel kommen. Dazu nimmt man sich dann hier eine seiner Champion-Figuren, steckt den entsprechenden Marker hier rein und darf ihn dann auch hier auf dem Spielfeld platzieren. Die Auswertung für die Champions, die kommt ein bisschen später. Ich wollte es euch kurz mal erklären. Aber wie gesagt, wenn ich diese Aktion hier aktivieren würde, dann hätte ich jetzt Einfluss. Den kann ich generieren, indem ich mir einen dieser Champions aussuche, der da ausliegt. Die haben ganz unterschiedliche Effekte. Und wenn ich sogar der Erste bin, der Einfluss bei einem Champion hat, dann darf ich eine Stufe mehr nehmen. Ich hätte jetzt hier also eine Zweier-Aktion. Das heißt, ich darf es hier direkt auf die 3 legen. Dann haben wir hier noch diese Spiralen. Das sind Joker-Plättchen. Die könnte ich für ein Symbol meiner Wahl einsetzen. Ebenfalls, ich gehe hier eins runter und sage jetzt einfach, ich mache jetzt hier wieder eine starke Aktion. Und das soll beides eine Verstärken-Aktion sein. Und zack, nehme ich mir 2 neue Trolle mit ins Spiel. Dann gibt es noch hier diese Runen. Das sind Felder, die man nicht mehr überbauen darf. Sie geben einem am Spielende aber Punkte, entsprechend wie viele Runen hier liegen würden. Dann haben wir noch die Zwergenaktion. Auch hier, wenn ich eine dieser Aktionen aktivieren würde, dann kommt dieses Tableau hier ins Spiel. Und hier werde ich einfach den Marker so viele Felder weit nach vorne rücken, wie stark die Aktion war. In meinem Fall war es nur eine Einzelaktion. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf und das wäre eine Aktion, wo ich quasi Trolle verschieben darf, auch gegnerische, so kann ich ein bisschen die Vorherrschaft in diesen Höhlen verringern. Es gibt dann hier ebenfalls Aktionen, wo ich Einfluss bekomme. Es werden hier, wenn ich über dieses Feld gehe, nach und nach Zwerge in die Höhle strömen. Die werden meine Zwerge, meine Trolle oder auch die Trolle der Gegner dann quasi vernichten, aus den Höhlen rausnehmen. Dafür kriegt man keine Punkte. Später gibt es das Ganze nochmal für Punkte. Und wir haben hier noch so ein Symbol. Hier bekomme ich immer Punkte, wenn ich quasi hier drüber ziehe, entsprechend der Schritte, die ich gelaufen bin, entsprechend der Position plus genommen und dafür kriege ich dann nochmal Punkte. Wenn dann alle Spieler ihre Aktion beendet haben, dann kommen wir zum ersten Schritt hier, Ende der Welle. Jetzt werden sich nämlich die Zwerge verschanzen und dazu gucken wir, wo haben wir noch Zwerge auf dem Feld, die wir nicht vernichtet haben. Melli macht es gerade, jeder dieser Zwerge bekommt noch einen Kumpel. Das heißt, ab jetzt ist das Ganze nämlich schwerer, die zu bekämpfen. Denn ihr seht schon, hier hätten wir einen Dreierzwerg und wir wissen jetzt nicht, was dazu kommt. Im schlimmsten Fall hätten wir jetzt hier sogar nachher 6 Zwergenstärke, denn 3 ist das Höchste, was es im Spiel gibt. Als nächstes kommen wir Invasion erfolgen und das sind diese 3 Karten, die hier liegen. Denn es werden jetzt gleich wieder mehr Zwerge in die Höhle kommen. Hier seht ihr, in Welle 1, beziehungsweise am Ende von Runde 1, werden es 2 sein, nachher 3 und zum Schluss sogar 4. Das heißt, wir drehen mal dieses Kärtchen um, welches sich im Spielverlauf auch über diese Zwergenaktion mir hätte vorher angucken können. Und hier kommen jetzt 2 neue Zwerge mit rein, und zwar bei dem Hammergebiet. Das wird angezeigt, indem wir diesen Marker hier rübersetzen. Und die Zwerge versuchen immer, den geringsten Widerstand zu nehmen, um in freie Höhlen zu kommen. Wenn sie dabei aber auf Gegner treffen, also auf Trolle, egal von welchem Stamm, Mellies oder mein, dann werden die gegen uns kämpfen. Das heißt, wir können da gar nichts würfeln oder beeinflussen. Das heißt, wenn ein Zwerg mit unserem Troll in einer Höhle steht, dann stirbt sowohl der Zwerg als auch einer unserer Trolle. Melli macht mal gerade ein Beispiel, wo sich dieser Zwerg hinbewegt. Dieser würde sich jetzt zum Beispiel hierhin bewegen und angenommen, ich hätte mich vorher über eine Aktion hierher bewegt, dann ist es noch so, dass dieser Zwerg sich immer erstmal in freie Höhlen bewegt. Das heißt, wir haben hier noch keinen Konflikt. Aber jetzt stellt ihr euch einfach vor, diese anderen Höhlen werden alle belegt und das wäre die nächste Höhle mit dem geringsten Widerstand. Das heißt also, dieser Zwerg wird hier reingehen und wird dann hier auf meinen Troll auftreffen. Das heißt, da kommt es zu einem Kampf und jetzt kommt es zu dieser Auswertung, das seht ihr auch immer hier unten. Ich bekomme dafür Ruhm, dass mein Troll wenigstens stirbt und das ist ja schon mal was Gutes. Das heißt, der Erste, wo durch so eine Zwergeninvasion stirbt, der kriegt natürlich sehr viel Ruhm. Er war natürlich der Stärkste und vorne an der Front dran. Das heißt, in der ersten Runde bekomme ich hier eben 3 Punkte. Das wird immer stärker und stärker und alle anderen weiteren Trolle, die dann in dieser Runde oder Welle fallen, die bekommen dann halt eben nur noch 2 Punkte. Genau. So gehen wir diese Karten nach und nach durch. Das heißt, hier werden immer 3 Karten ausliegen, die werden wir abhandeln. In der nächsten Runde werden hier 3 neue zufällige Karten hingelegt und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Das heißt, wir gucken, wer hat hier die höchste Stufe erreicht. In dem Fall würde Melli diesen Champion kriegen. Zusätzlich kriegt sie hier oben Einfluss bei dem Stamm mit den Hämmern. Das heißt, Melli nimmt eine ihrer Scheiben und wird sie hier oben auf die 2 platzieren. Das sind nämlich nachher Punkte am Spielende. Ihr seht schon hier vorne, wer als Erstes oder wer die meisten Einflusspunkte hat, bekommt 11 Punkte, der Zweite 7 und so weiter. So handeln wir diese Champions ab und kriegen quasi für die nächste Runde neue Vorteile, sowohl als
Champions im Spiel oder wir kriegen Derry ihren dauerhaften Vorteil vor uns ausliegen. Dann kommen wir schon zum vorletzten Schritt, das heißt die Welle werten. Und jetzt schauen wir, in welche dieser Höhlen haben wir die Mehrheiten und auch dafür werden wir Punkte bekommen. Ja, und das verhält sich einfach so. Wir haben ja hier verschiedene Gebiete. Ihr seht es ja an diesen Farben und auch wiederum an den Symboliken. Und hier handelt ihr jedes Gebiet für sich ab. Das heißt, ihr schaut jetzt Werte jedes Gebiet. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal dieses Wurmgebiet, nenne ich es jetzt einfach. Und wir schauen in diese einzelnen Höhlen. Das heißt, Gelb hat hier einfach die Kontrolle in dieser Höhle. Sprich, ich würde jetzt 6 Punkte hierfür bekommen. Hätte ich jetzt in einer weiteren Höhle nochmals die Kontrolle, würde ich dafür noch 2 Punkte bekommen. Aber auch die Zwerge haben hier sich etwas eingenistet. Das heißt, es wird mir Minuspunkte geben. Das heißt, sprich 6 minus diese 2 Zwergenhöhle. Sprich, ich bekomme jetzt hierfür nur noch 4 Punkte. Genau, und so geht ihr quasi Höhle für Höhle durch. Für den ersten bekommt ihr immer 6. Für jede weitere Höhle dieses Gebiets bekommt ihr nur noch 2 Punkte abzüglich der Zwerge, die sich in diesem Gebiet aufhalten. Das Ende der Welle ist Auffrischen der Champions, der Tore, das wären diese hier, der Würfel, der Verzweiflung und so weiter. Das heißt, die sind ja aus dem Spiel. Wir werden hier 3 neue aufdecken, wir werden hier 3 neue Karten aufdecken und dann ist das die erste Runde auch schon zu Ende. Wir spielen die zweite Runde genau nach denselben Regeln. Die dritte wird ebenfalls nach denselben Regeln gespielt, aber wer die Halle des Bergkönigs kennt, der weiß, es gibt auch große Hallen in diesem Universum. Auch hier geht es um große Hallen und zwar nur in der Welle 3, denn hier wird ein bisschen anders gewertet. Und die großen Hallen sind diese Blättchen, die hier zu Spielbeginn lagen. Also ihr seht schon, wo bekommt ihr nachher die meisten Punkte. Und ihr wollt jetzt angrenzend an diese Hallen quasi die Mehrheit haben. Hier haben wir ein kleines Beispiel gemacht. Ihr seht, in diesem Wurmgebiet sind angrenzend ich und 2-mal Melli. Und da Melli jetzt 2 Höhlen kontrolliert und ich nur eine, wird sie die Mehrheit über diese große Halle gewinnen. Das heißt, sie hat 2 Höhlen, die sie kontrolliert, ich nur eine. Sie bekommt hierfür diese 12 Punkte. Es könnte aber auch sein, dass hier zum Beispiel die Zwerge mitspielen. Wenn ich jetzt hier gar nicht vertreten gewesen wäre, es ist in diesem Fall ein bisschen ein blödes Beispiel, weil es nicht genug Gebiete gibt, aber die Zwerge, die zählen wie ein neutraler Spieler. Das heißt, auch wenn Melli hier alleine drinstehen würde, aber der Zwergenspieler hätte hier diese beiden Höhlen für sich erobert, dann würde Melli nicht diese Mehrheit kriegen, sondern die Zwerge. Das heißt, wir nehmen dieses Plättchen einfach aus dem Spiel, ohne es zu werten. Dann gibt es ja, wie gesagt, noch die Endwertungen über diese Runen. Die würden wir uns anschauen. Dafür bekommen nochmal Punkte. Wie gesagt, hier schauen wir, wer hat welche Position bei den Stämmen. Dafür geben wir nochmal uns die Punkte. Und dann ist eine Partie, der Fall des Bergkönigs auch schon rum. Und ich muss sagen, ich war total positiv von diesem Spiel überrascht. Wir hatten es jetzt leider nur eine Woche zum Probespielen, deswegen ist das ja auch ein Ersteindruck. Und wir haben sowohl mit 2 Spielern als auch mit 4 Spielern gespielt. Und in jeder Konstellation hat uns das Spaß gemacht. Natürlich ist so ein Area Control, wenn ihr das zu zweit spielt, verhält sich das ein bisschen anders. Wir hatten jetzt weniger Konflikt unter den Spielern, als wenn wir zu viert gespielt haben. Dafür haben wir zu zweit viel mehr darauf konzentriert, dass diese Zwerge hier sich nicht ausbreiten, weil die werden sich hier ausbreiten und die breiten sich hier richtig stark aus, die werden uns Punkte klauen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, wenn diese Zwerge reinkommen und mich quasi wieder töten, so ein bisschen wie bei Blood Rage. Dafür kriege ich nämlich Punkte. Also mich hat das Gesamtpaket schon mal so viel vorweg wirklich überzeugt. Ja, wie Angelo schon gesagt hat, wir haben es jetzt zu viert und auch zu zweit gespielt. Ihr habt jetzt hier den Aufbau für ein 2-3-Personen-Spiel sozusagen gesehen, denn es gibt noch einen Plan, den wenden wir. Das heißt, wir haben hier viel größere oder viel mehr Hallen, dass man sich besser verteilen kann. Aber diese Zwerge sind wirklich garstige, diese kleine Biester, muss ich sagen, sie wehren sich unglaublich. Wenn man mal einen Kampf gegen sie verliert, dann holen sie sich nochmal Verstärkung und wollen euch nochmals mehr auf die Mütze geben. Und es gibt auch noch über dieses Zwergenrad eben eine Aktion, da wird dann nochmal eine Flut von Zwergen mit reinkommen. Es reicht nicht einfach immer nur diese Zwerge, die immer am Ende von dieser Welle reinkommen, zu besiegen. Nein, auch nach und nach werden immer mehr Zwerge reinkommen. Und ihr müsst hier wirklich schauen und nicht nur einfach vor euch eure Aktionen machen und gucken, dass ihr bei den Stämmen Einfluss bekommt und dass ihr hier ein bisschen kriegt und vielleicht noch einen Champion holt. Nein, das Kernelement ist auch wirklich, dass man gegen diese Zwerge kämpft. Da
kriegt man einfach auch Ruhm, das heißt Siegpunkte, man bekommt Einfluss bei den verschiedenen Stämmen. Man möchte aber auch mit seinen Spielern vielleicht mal so ab und zu zusammen in einer Halle stehen, denn da heißt dann so, ich bin jetzt hier der dicke Troll, ich kriege einfach Einfluss und gut ist, wir verkloppen uns selber nicht. Das finde ich auch ganz gut in dem Spiel. Also wir verkloppen einfach nur die Zwerge. Wir werden natürlich auch so kleine Machtkämpfe austragen, aber eher auf friedlicher Basis. Genau, also ihr habt schon wirklich eine Interaktion im Spiel. Ihr habt auch viele Variationen, wie ihr an Punkte kommt. Ihr könnt euch also gezielt diese Karten anschauen über diese Zwergenaktion. Das heißt, ihr wisst, in welchem Gebiet kommen die Zwerge rein. Und jetzt habt ihr die Strategie zu sagen, okay, die Punkte, die ich dafür sterben, kriege ich da eh nur einen Troll drin stehen habe, die sind wirklich gut. Also es kann ein Plan sein, zu sagen, ich möchte hier in diesem Spiel schwache Einheiten durch die Zwerge ja, sterben lassen, dafür kriege ich nämlich richtig gut Punkte. Ich kann es aber auch so spielen, dass ich davon profitiere, dass diese Einheiten von meinen Gegnern sterben, denn für die Wertung am Wellenende oder am runden Ende kriege ich ja nur Punkte für die Höhlen, in denen die Leute drin sind. Das heißt, ich kann mich schon strategisch verstärken, weil die Zwerge suchen sich ja den geringsten Widerstand. Das heißt, wenn ich vielleicht vorne mit einer 1 stehe und Melli kommt erst hinten mit einer 2, dann würden die jetzt zuerst auf mich drauf gehen. Das heißt, ich platziere da über eine Verstärkungsaktion nochmal 2 rein, dann überspringen die mich erstmal. Melli wird zwar getötet, kriegt die Punkte, aber ich kriege sie dann nachher vielleicht für diese über diese Höhlenwertung. Und das finde ich wirklich clever, weil es gibt verschiedene Strategien, es gibt verschiedene Elemente. Ich finde diese Champions großartig, die geben nämlich jedes Mal im Spiel neue, neue Strategien vor. Es gibt hier ganz viele unterschiedliche, die ins Spiel kommen können oder eben nicht ins Spiel kommen. Auch hier habt ihr so ein bisschen eine Abwechslung. Manche sind im Spiel aktiv, die zählen dann als Dreierstärke. Andere geben euch eben Vorteil, dass ihr nochmal Steine von eurer Ahnentafel runternehmen könnt und Aktionen doppelt zu machen. Und gerade dieses Aktionsmenü finde ich großartig umgesetzt. Ja, und gerade, weil Anschluss anspricht, diese Ahnentafel, die wird sich halt immer pro Welle verändern. Das heißt, ihr werdet hier neue Karten platzieren. Ihr müsst schauen, dass ihr sie vielleicht geschickt platziert. Auf was könnt ihr verzichten? Was wollt ihr vielleicht stärker, besser machen? Und ihr habt in diesem Spiel eigentlich nur 4 Aktionsmöglichkeiten, die ihr machen könnt. Aber ihr könnt diese Aktionsmöglichkeiten halt super gut ausreizen. Das heißt, ihr könnt eine einfache Aktion machen. Da dürft ihr dann dafür 2 Aktionen sozusagen machen, die könnt ihr auch noch verstärken. Oder ihr macht eine starke Aktion, dann dürft ihr aber nur eine Aktion ausführen. Dafür könnt ihr halt hier richtig mit Power reingehen. Und so versucht ihr so nach und nach eben diese Höhlen für euch zu beanspruchen oder Champions zu beeinflussen, dass sie nachher zu euch kommen, euch irgendwelche Boni, Verstärkung und so weiter bringen. Ihr wollt natürlich bei den Stämmen Ansehen erhalten. Manchmal wollt ihr euch auch mit diesen listigen Zwergen einfach anlegen, ein bisschen mehr Chaos auf das Board bringen. Und ihr seht schon, wir sind sehr begeistert. Es hat uns auch wirklich sehr gut zu zweit gefallen, wie auch zu viert. Zu viert spielt man tatsächlich ein bisschen anders. Da wird man eher mal auch mit anderen Trollen in eine Höhle gehen, nur um hier mal ein bisschen Einfluss abzugrappen. Zu zweit ist es eher so, dass man versucht, diese Zwerge aufzuhalten, weil man möchte ja auch am Ende noch die großen Hallen für sich beanspruchen. Genau, also ich glaube, wir haben alles gesagt, ihr habt es aus unserer Stimme gehört. Wir mögen dieses Spiel jetzt schon sehr, sehr gern und wir glauben, es hat Potenzial, wirklich auch langfristig Spielspaß zu bieten, weil es sich wirklich unterschiedlich spielt, es immer wieder neue Komponenten gibt, die das Spielerlebnis verändern, die eure Strategie ausreizen. Ihr müsst euch anpassen an die Situation. Und ich freue mich drauf, dass das ganze Ding jetzt auf Deutsch bei Skellig erhältlich sein wird. Vielleicht hat der ein oder andere auch den Kickstarter schon mitgemacht, denn auch da darf er sich sehr drauf freuen. Da gab es nämlich noch kleine Kunststoffminiaturen dazu, statt diese wunderschönen Holzmiepel. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr jetzt ein bisschen interessiert seid über das Ganze, hoffentlich konnten wir euch mit diesem Video so ein bisschen helfen, ob das dann was für euch ist oder nicht. Und ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Reingucken. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst auch den Like da und vielleicht noch das Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ciao!